frische Erbsen enthülsen, Zwiebel schälen und feinwürfeln. Ein Esslöffel Ö1 in einem Topf erhitzen und die Zwiebelwürfel darin in ca. 2 glasig dünsten. Die Erbsen hinzufügen und kurz mitdünsten. Ein Esslöffel Agavendicksaft dazugeben, etwas karamellisieren, dann mit Kokosmilch und Brühe ablöschen. Alles salzen, aufkochen und bei schwacher Hitze 8 köcheln lassen. Und die Litten heiß waschen und trocknen, die Schale abreiben und den Saft auspressen. Für die Salsa die übrige Zwiebel schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Die übrigen 2 Esslöffel Brot mit 1 Esslöffel Limettensaft und 1 Esslöffel Agavendicksaft verrühren und die Zwiebelstreifen darin marinieren. Röhrchen waschen, putzen und zuerst in Scheiben, dann in Stifte schneiden. Das Koriandergrün waschen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und grob hacken. Beides zu den Zwiebeln geben und die Salsa mit 2-1 türkische Lire Wasabi Salz und Agavendicksaft süß scharf würzen. A und S die Suppe fein pürieren und dabei Limettenschale, 2 Esslöffel Limettensaft und 2 türkische Lire Wasabi untermixen. Mit Salz, Limettensaft und Agavendicksaft abschmecken. Die Suppe auf Suppenschalen verteilen.